Ja, sehr geehrte Damen und Herren, darf Sie heute sehr herzlich begrüßen zu unserer Podiumsdiskussion mit dem Titel Internationale Solidarität, Softpower, Wissenschaftsdiplomatie, gibt es eine Kontinuität seit dem Kalten Krieg? Und ich freue mich, dass Sie doch recht zahlreich den Weg zu uns gefunden haben. Wir haben ja Konkurrenz durch die Fußball-EM, aber dafür haben uns die Weltläufte ja eigentlich eine Steilvorlage gegeben. Denn in sehr vielen Kommentaren ist ja nun in den letzten Tagen ständig vom Kalten Krieg die Rede gewesen, von einer Systemkonkurrenz, jetzt mit China. Die Sprache, die wir hören, erinnert ja auch immer mehr an den Kalten Krieg, an den alten zwischen dem sogenannten Ostblock und dem Westen. Und deswegen denke ich, dass wir da heute ganz viel zu diskutieren haben. Ich begrüße ebenso sehr herzlich das Podium mit zwei sehr illustren Gästen, Frau Grohne-Schmalz und Herr Platzek. Die muss man eigentlich nicht vorstellen, ich tue es trotzdem ganz kurz. Frau Grohne-Schmalz, Journalistin, Publizistin, ehemalige ARD-Korrespondentin in der UdSSR und Russland und dafür auch geladen. Und Herr Platzek, Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums, ehemaliger SPD-Vorsitzender und Ministerpräsident Brandenburgs. Und last not least Dr. Saur Gasimov, der aus dem Forschungsprojekt kommt, das diesem ganzen Abend hier zugrunde liegt und über das ich gleich etwas erzählen werde. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung für osteuropäische Geschichte der Universität Bonn und arbeitet mit mir zusammen eben in diesem Projekt. Bevor wir in diese spannende, hoffentlich, Diskussion eintreten, muss ich mich, glaube ich, selber auch noch kurz vorstellen und ein bisschen den Hintergrund dieser Veranstaltung beleuchten. Mein Name ist Birgit Schäbler. Ich bin Professorin für die Geschichte des Nahen Ostens an der Universität Erfurt, das heißt da Geschichte Westasiens, und derzeit aber entsendet in den Libanon, nach Beirut, als Direktorin des Orient-Instituts. Und von dort bin ich auch gerade eingeflogen. Erlauben Sie mir, ein paar Sätze zu diesem Institut zu sagen. Das Orient-Institut, und Sie sehen hier unser Logo direkt groß hinter mir, wurde 1961 gegründet, damals, weil es ja im Orient ist, von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Beirut. Und es wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Das Orient-Institut Beirut ist eines von 10 deutschen geisteswissenschaftlichen Instituten im Ausland, die seit 2003 in der Max-Weber-Stiftung zusammengefasst sind und die dem Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstehen. Und in dem Projekt, über das ich gleich noch etwas sagen werde, arbeite ich zusammen mit dem Deutschen Historischen Institut in Moskau und dem Deutschen Historischen Institut in Warschau. Daneben haben wir auch natürlich Institute in Rom, in Paris, in London, in Washington, in Tokio. Also 10 im Ganzen an der Zahl. Und das ist natürlich eine wunderbare Basis für geisteswissenschaftliche Forschung. Das Orient-Institut, wenn ich da noch zwei Sätze dazu sagen darf, ist ein multidisziplinäres Institut. Das heißt, es gibt verschiedene wissenschaftliche Fächer, die dort forschen. Ich bin die erste Historikerin, die diesen Direktorenposten innehat. Und aus der Geschichtswissenschaft stammt das Projekt, von dem ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen habe und das diesem Abend zugrunde liegt. Und dieses Projekt heißt Beziehungen im ideologischen Raum. Studenten und Studentinnen aus dem Nahen Osten im Ostblock während der Zeit des Kalten Krieges. Und wir sehen uns in diesem Projekt die Lebensläufe an von ehemaligen Studierenden aus den arabischen Ländern, aus der Türkei, aus dem Iran, die eben während des Kalten Krieges, so zwischen 1950er Jahre bis 1991, im Ostblock studiert haben. Noch bis zum Sonntag gibt es darüber auch eine sehr spannende Ausstellung, die hier in Berlin im DDR-Museum zu sehen ist. Und dieses Projekt verbindet also die Geschichte des Orients, des Nahen Ostens, mit der Geschichte Osteuropas.
Und es arbeiten in diesem Projekt ein Dutzend junger Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zusammen. Herr Saur Gasimov hier auf der Bühne ist einer davon und wird aus dem Projekt und aus seinem eigenen Projekt innerhalb des Projektes auch berichten. Es geht heute Abend also auch und auch zentral um Wissenschaft und darum, welche Rolle Wissenschaft und Wissenschaftsbeziehungen in der Weltpolitik spielen können. So, das ist jetzt ganz groß aufgehängt. Aber wenn wir uns mal die Begriffe hier anschauen, die im vorderen Teil dieses Titels stehen, internationale Solidarität, Softpower, Wissenschaftsdiplomatie, dann ist da ein Begriff direkt aus der Wissenschaft und von einem Wissenschaftler geprägt. Und das ist wahrscheinlich der, wo Sie es vielleicht am wenigsten erwarten, weil er heute am negativsten konnotiert ist. Und das ist der Begriff Softpower. Fragen werden wir uns nachher, was diese Begriffe denn eigentlich miteinander zu tun haben und in welcher Verbindung sie stehen. Aber die Softpower ist sozusagen ein Konzept, was zuerst in den späten 80er Jahren von einem heute sehr berühmten US-amerikanischen Politikwissenschaftler mit Spezialgebiet internationale Beziehungen geprägt wurde. Der Mann heißt Joseph Nye. Und er meinte mit Softpower jetzt nicht Coca-Cola, Jeans und Rockmusik, alles Dinge, die während des Kalten Krieges bei der Jugend der Welt, wie wir wissen, mit Freiheit assoziiert waren und also durchaus eine wichtige Rolle gespielt haben für die USA, sondern er meinte etwas Grundlegenderes. Er meinte damit die Fähigkeit eines Staates, Attraktivität auszustrahlen, als eine Form von Macht. Wenn Macht die Fähigkeit ist, andere dazu zu bringen, zu tun, was man will, das ist so eine ganz basale Definition von Macht, dann meint die Macht der Softpower, anderen nicht durch Gewalt seinen Willen aufzuzwingen oder sie durch Geld oder andere materielle Anreize, Weizen, Waffen zu kaufen, sondern es meint, durch die Macht der Anziehung attraktiv für andere zu sein. Und er stellte damit der Hardpower von Militär und Ökonomie, also durch militärische Gewalt oder eben durch das Kaufen von Menschen, von Staaten, eine dritte Dimension der Macht zur Seite, eben die Fähigkeit zur Attraktivität und damit die Fähigkeit, die Wünsche der anderen zu beeinflussen und sie so für sich einzunehmen. Und natürlich geht es jetzt dabei dann um Kultur im weitesten Sinne. Mit der Attraktivität seiner Kultur kann ein Staat also Politik machen, wenn seine Politiker die Bedeutung von Softpower erkennen. Das ist die These von Joseph Nye. Da geht es um Kultur, Werte, Institutionen und eine wichtige Quelle, vielleicht kommen wir da später noch drauf zurück, eine wichtige Quelle dieser Softpower ist natürlich auch, sie kommt zum großen Teil aus der Zivilgesellschaft. Und damit widerspricht sie möglicherweise einer jeweiligen Regierungspolitik. Aber das macht eben auch die Attraktivität aus, die er mit dieser Softpower meint. Und jetzt kommt die Wissenschaft ins Spiel, die ein Produkt der Gesellschaft ist und die über das hohe Gut der Wissenschaftsfreiheit, zumindest bei uns, geschützt ist. Kommen wir mal zurück zum Kalten Krieg. Interessanterweise fand akademischer Austausch zwischen den USA und der UdSSR auch in den kältesten Zeiten des Kalten Krieges statt. In den 50er Jahren waren es wohl nur etwa 40 bis 50 Studierende von jedem Land, die in Studentenaustauschen sich gegenseitig trafen, aber darunter natürlich Studenten, die dann wichtige Politiker wurden. Zwischen 1958 und 1988 besuchten mehr als 50.000 Sowjetbürger die USA, darunter Künstler, Journalisten, Studierende, Professoren und eine noch größere Zahl von Amerikanern besuchte die Sowjetunion. Interessanterweise hielt dieser Begriff der Softpower, den einmal ein Professor in Büchern geschaffen hatte, dann Eingang in die Politik, in den allgemeinen Sprachgebrauch. Und wie gesagt, ist er heute eher negativ besetzt und wird mit China in Verbindung gebracht. Und der Wissenschaftler, der Politikprofessor, ist natürlich auch ein wichtiger Berater in den USA geworden, meistens für die Demokratische Partei. Der nächste Begriff, den wir im Titel haben, ist internationale Solidarität.
Den kennen wir auch, der kommt aus der Geschichte der Arbeiterbewegung. Es war ein Kampfesruf der Arbeiterbewegung, der Ruf nach Internationalisierung der Bewegung auch. Und er wurde später so etwas wie eine Politikmaxime sozialistischer Länder. Und bleiben wir bei Universitäten. Im Zeichen internationaler Solidarität wurden Universitäten in der Sowjetunion gegründet, die sich direkt an die Studierenden des, wie man damals sagte, Trikont, also der Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerika richteten. Heute würde man sagen, die Länder des globalen Südens. Die Universität der Völkerfreundschaft wurde 1960 geschaffen in Moskau, nicht als kommunistische Kaderschmiede, was Chruschtschow seinerzeit sehr betonte, sondern als eine ideologisch neutrale Einrichtung zur selbstlosen Entwicklungshilfe und ohne Verbindungen zur KPdSU. Das hat natürlich auch nicht so ganz gestimmt, aber die Universität war eben keine Parteihochschule und bildete keine Politkader aus, sondern mehr Techniker, Mediziner, Agrarökonomen und im geisteswissenschaftlichen Bereich Übersetzer und Diplomaten. Und die technischen Zweige, also Ingenieurwesen, Landwirtschaft und so weiter und in den Geisteswissenschaften dann Sprachen und ein bisschen Geschichte, das ist übrigens, und vielleicht kommen wir ganz zum Schluss da nochmal drauf zu sprechen, das ist eigentlich die Struktur, die wir heute auch haben, wenn wir über die binationalen deutschen Universitäten im Ausland sprechen, aus verschiedenen Gründen. Aber zurück zur Universität der Völkerfreundschaft. Ein Jahr später wurde diese umbenannt in Patrice Lumumba, nach dem kurz zuvor ermordeten ersten Ministerpräsidenten der Demokratischen Republik Kongo, bei der damals die CIA wohl auch die Finger im Spiel hatte. Und diese Universität bildete bis zum Ende der Sowjetunion Zehntausende Studierende aus den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas aus. Die Gründung dieser Universität im Jahr 1960 löste ein weltweites Medienecho aus. Es haben sich 43.000 Bewerber beworben. Große Befürchtungen natürlich im anderen Lager des Kalten Krieges in den USA, dass hier nun eine revolutionäre Kaderschmiede entstehen würde. Im Wesentlichen hat sich die Zahl der Bewerbungen dann so auf 7.000, 8.000 im Jahr eingependelt und es sind, und das wissen wir aus unserem Projekt, eben auch immer Studierende aus dem Nahen Osten in einer Minderheit, aber doch einer ganz erklecklichen Zahl aufgenommen worden. Interessanterweise studierten mit diesen jungen Studenten aus der ganzen, auch eben nicht sowjetischen Welt, auch Sowjetstudenten. Und diese sollten in Kontakt kommen mit den ausländischen Studierenden und sozusagen über diese Kontakte lernen über die nicht-sowjetische Welt. Sie sollten natürlich auch Bericht erstatten über das Verhalten der ausländischen Studenten und die ideologische Toleranz, die man gegenüber den ausländischen Studenten hatte, die galt nicht so ganz für die eigenen Leute, denn die wurden sehr, sehr sorgfältig ausgewählt und auch sorgfältig immer überprüft. Der Lehrkörper waren natürlich dann ganz verdiente Internationalisten und Kommunisten. Und die spannende Frage bleibt, vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf, bildete diese Lumumba-Universität nun Revolutionäre aus oder nicht? Ich deute es schon mal an, eigentlich eher nicht. Aber nach dem Motto oder nach dem Vorbild bildeten sich dann auch andere oder wurden andere Universitäten gegründet. Die Universität des 17. November in Prag, in Sofia. Die SED plante den Ausbau der FDJ-Hochschule in eine Wilhelm-Pieck-Universität der Völkerfreundschaft in Bernau, woraus aber nichts wurde. Und auch China mochte damals nicht zurückstehen. In Shanghai wurde ebenfalls eine Ausländeruniversität gegründet. Und damit komme ich zur ersten Frage an das Podium mit einem konkreten Einstieg ins große Thema. Frau Gronisch-Malz, Sie kennen natürlich die Lumumba-Universität der Völkerfreundschaft und ich würde gerne eine Einschätzung von Ihnen dazu haben, wie Sie zur Frage dieser internationalen Solidarität als Softpower avant la lettre stehen und ob Sie uns vielleicht sogar etwas noch sagen können über eine persönliche Erfahrung mit der Lumumba-Universität, wenn vorhanden. Also mit einer persönlichen Erfahrung kann ich nicht dienen.
Mir ist natürlich auch klar, dass die größte Bedeutung der Lumumba-Universität wohl in den 60er Jahren war, unmittelbar nach ihrer Gründung, weil damals ja die ehemaligen Kolonien der westlichen Staaten, da hatte sich ja schon eine, sagen wir mal, anti-westliche Stimmung ein bisschen etabliert, und das konnte man gut ausnutzen, hat das auch gemacht und hat im Grunde an der Lumumba-Universität, Sie haben es eben schon angedeutet, im Wesentlichen Ingenieure und Mediziner ausgebildet. Und wenn ich richtig informiert bin, hat es an der Uni da im Gegensatz zu allen anderen Universitäten derzeit nicht Marxismus-Leninismus gegeben als Fach, das haben die einfach ausgespart. Die Uni gibt es ja heute noch. Sie heißt nur anders, als die Sowjetunion zerfiel. 1992 wurde die Universität dann umbenannt in Russische Universität der Völkerfreundschaft. Und in gewisser Weise, und das halte ich für interessant, in gewisser Weise distanziert sich die heutige Hochschule von der früher. Wenn man sich so die offiziellen Angaben, Website oder sowas anguckt, dann gibt es eine sehr spartanische Chronologie. Und bei den Absolventenlisten findet man auch keine Namen. Da muss man dann eher bei Wikipedia oder sonst wo gucken. Da findet man keine Namen, sondern man findet nur Zahlen. Da Sie mich im Vorfeld auf die grundsätzliche Bedeutung auch angesprochen haben, was die grundsätzliche Bedeutung solcher Austausche angeht, würde ich gerne ein paar Gedanken anfügen, die ich dazu vorbereitet habe, weil ich denke, die Bedeutung solcher Kontakte kann man überhaupt nicht hoch genug einschätzen und demzufolge genau auch das, was man damit, jetzt hätte ich bald gesagt, anrichten kann, ich sage es bewirken, was man damit bewirken kann, und zwar positiv wie negativ. Und da würde ich gerne mit was Positivem anfangen. Wenn ein Land mit seinen Austauschprogrammen dazu beiträgt, irgendwo anders spätere Eliten auszubilden und zu fördern, dann kann das ja durchaus dem gegenseitigen Verständnis dienen. Denn wer einmal in einem anderen Land gelebt und gearbeitet hat, der hat Sensoren dafür entwickelt in der Regel, was für die Menschen in diesem Land wichtig ist, welche Rolle kulturelle Dinge spielen oder eben auch historische Erfahrungen. Und man kann demzufolge politische Entscheidungen eines solchen Landes ganz anders einordnen, als nur von außen betrachtet, sozusagen durch die eigene Brille. Das sagt ja noch nichts über den eigenen Standpunkt aus. Ja? Der ist ja gar nicht gefragt in dem Zusammenhang, wenn es darum geht, Vorgänge zu begreifen, die sich anderswo abspielen. Solche Wissensbeziehungen, also Auslandsjahre, Austauschprogramme, Stipendien und so weiter, die können natürlich auch den Zweck haben, andere Systeme von innen heraus zu beeinflussen, um eigene Interessen besser durchsetzen zu können. Und solange das ein einigermaßen austariertes System ist, finde ich, kann man durchaus von einem konstruktiven Wettbewerb reden. Aber um die Dinge auch mal beim Namen zu nennen, wenn in Deutschland Entscheidungsträger in Politik und Medien nur noch transatlantisch sozialisiert werden und Wissenskontakte Richtung Osten eher Misstrauen erzeugen, dann halte ich das mit Blick auf ein auskömmliches, friedliches Miteinander für problematisch und zumindest diskussionswürdig. So, was Russland betrifft, haben wir ein zweifaches Problem. Von deutscher Seite aus werden bestehende Kontakte in der derzeitigen Eiszeit der Beziehungen eher, na sagen wir mal, nicht gerade gefördert, stellenweise auch behindert. Und die von mir bereits angesprochene transatlantische Ausrichtung der mittleren und jüngeren Generation führt dazu, dass etablierte Wissenspartnerschaften mit Russland als nicht mehr so wichtig und auch politisch nicht mehr opportun angesehen werden und demzufolge ausgehungert werden. Das kann man gar nicht anders formulieren. Und von russischer Seite haben wir das Problem, dass nach meinem Eindruck die Rolle solcher Programme wie zum Beispiel German Marshall Fund der USA unterschätzt wird. Sonst hätte man vermutlich längst was Vergleichbares auf die Beine gestellt, wobei man natürlich sagen muss, dass noch die große Frage ist,
ob solche Programme Russlands dann in westlichen Ländern überhaupt angenommen würden. Zu Gorbatschows Zeiten keine Frage, denke ich mal, aber jetzt. Denn, und das darf man auch nicht unterschlagen, wenn Russland versucht, durch zum Beispiel einen Think Tank in Berlin für den Dialog der Zivilisationen, um ein Beispiel zu nennen, zu werben, das war auch der Name des Programms, vielleicht kennen Sie das, dann muss es damit rechnen, ignoriert, drangsaliert und letztlich mehr oder weniger rausgeekelt zu werden. So geschehen mit dem Dialogue of Civilizations Research Institute, so hieß das. Wer sich da von deutscher Seite aus beteiligte an den Programmen, der war suspekt und wurde ausgegrenzt. Konkrete Inhalte interessierten da eher weniger. Und das Etikett war schnell gefunden. Es handelt sich um russische Propaganda. Und es war in dem Zusammenhang auch von hybrider Kriegsführung die Rede. Nicht, dass Sie meinen, ich bin naiv. Ich weiß auch, dass Thinktanks, ganz gleich von welcher Seite, nicht nur wissenschaftliche, sondern auch politische, sehr wohl politische Ziele verfolgen, die mit Meinungsbildung verbunden sind. Keine Frage. Aber Propagandaverdacht, davon abhängig zu machen, ob es sich bei dem betreffenden Land um ein Gutes oder Böses handelt, das scheint mir naiv zu sein. Und insofern unterstütze ich mit Macht die Idee des Medienwissenschaftlers Uwe Krüger, der nämlich angeregt hat, Lehrstühle für kritische Propaganda-Analyse zu schaffen. Das scheint mir sehr wichtig zu sein, ausgesprochen wichtig zu sein, vor allem vor dem Hintergrund der technischen Möglichkeiten heute. Ich war im Übrigen selbst German Marshall Fund Fellow und bin heute noch froh darüber, über die Erkenntnisse, die mir dieses Stipendium gebracht hat, denn es macht einen Riesenunterschied, das wird jeder bestätigen können, der etwas Vergleichbares gemacht hat, es macht einen Riesenunterschied, ob Informationen über ein Land und seine Menschen aus eigener Anschauung stammen oder aus zweiter Hand. Also abschließend, die Bedeutung kann man gar nicht hoch genug einschätzen, gar nicht hoch genug, und ob sie positive oder negative Auswirkungen hat, das hängt von vielen Dingen ab, über die man einfach offen reden muss. Und das machen wir ja heute. Vielen Dank, Frau Grunisch-Malz. Darf ich die nächste Frage an Herrn Platzek richten? Und habe es ja schon ein bisschen angedeutet mit der DDR und der Wilhelm Pieck Hochschule der Völkerverständigung, die es dann nicht gegeben hat. Aber Sie haben in Ilmenau studiert, ganz nah an der Universität Erfurt dran und kenne ich auch gut. Was sagen Sie dazu, dem Studium dort? Ich weiß, dass da sehr viele, gerade auch arabische Studierende waren in Ilmenau, sind Sie heute noch. Und was sagen Sie zur Frage der sozusagen Hochschulbildung für Studierende aus der Dritten Welt als Form von Softpower? Also vielleicht erstmal eine schöne Nachricht, die mich gerade erreicht hat vor wenigen Minuten, dass der amerikanische Präsident Biden und der russische Präsident Putin sich erstens 3,5 Stunden wohl nicht so schlecht verstanden haben und zweitens vereinbart haben, dass die Botschafter, die ja abgezogen sind aus den beiden Ländern, was ein ganz schwieriger Zustand ist, jeweils wieder an ihren Arbeitsort zurückkehren. Das heißt, der russische Botschafter nach Washington und der amerikanische wieder nach Moskau. Und ich glaube, das ist ein Schritt, den kann man gar nicht hoch genug bewerten, dass da wieder so ein Fundament beginnender vielleicht etwas, des beginnenden etwas normaleren Umgangs miteinander gesetzt wurde. Was übrigens immer wieder dazu verleitet zu sagen, redet miteinander. Also es gibt nichts, was den persönlichen Kontakt, da komme ich zu Ihrer Frage, ersetzen kann. Wir haben eine lange Phase jetzt zwischen diesen beiden großen Ländern hinter uns, wo nur übereinander geredet wurde mit entsprechend schlechten Ergebnissen, und es scheint nach dem, was ich eben so kurz nur vermittelt bekommen habe, gar nicht so schlecht gewesen zu sein, was wir da miteinander besprochen haben. Ich habe in Ilmenau studiert, Sie haben es gesagt. Wir hatten sowohl, also was ich jetzt noch erinnern kann, bin ja nur auch schon ein bisschen älter, das ist viele Jahrzehnte her,
Wir hatten Studenten aus Syrien, zum Beispiel in meiner direkten Nachbarschaft im Internat. Wir hatten sehr viele vietnamesische Studentinnen und Studenten und wir hatten Studenten aus Ghana. Ich erwähne nochmal die drei Gruppen, weil es da durchaus Unterschiede gab. Natürlich hat man fast ausschließlich Studentinnen und Studenten eingeladen aus Bruderländern, wie es damals hieß, oder Länder, die das Potenzial hatten, Bruderland mal zu werden, also wo man den ganz vorsichtig erkennbaren sozialistischen Weg natürlich flankieren und unterstützen wollte. Es gab aber noch weitere Unterschiede. Die ghanaischen Studenten haben auch gezahlt, was übrigens in der DDR auch gerne genommen wurde. Also da wurde auch nicht nur, es war nicht nur Bruderhilfe, während insbesondere bei den vietnamesischen Mädchen und Jungen und Kommilitoninnen und Kommilitonen ganz eindeutig die Ausrichtung war, diesem Land, was damals noch im Krieg mit den USA war, schon eine Perspektive für den Wiederaufbau und für die Gestaltung danach zu bieten. Und was das für Langzeitfolgen hat, Frau Schäbler, Sie wissen das mit Sicherheit sehr gut, ist, dass wenn man heute in Hanoi oder Haiphong unterwegs ist, trifft man signifikant viele Menschen in leitenden Funktionen, die damals in der DDR studiert haben, und also Jahrzehnte später. Also ich sage mal, dieses Kalkül ist aufgegangen, das muss man an der Stelle wirklich sagen. Ich will auch nicht verhehlen, wir waren als junge Studenten auf insbesondere die syrischen und die ghanaischen Kollegen manchmal auch etwas neidisch, weil die durften am Wochenende nach West-Berlin fahren. Und wer ein bisschen grauhaariger ist, weiß, dass das für DDR-Bürger undenkbar war. Für die Kollegen war das machbar. Ich selber bin in den Genuss eines Austauschpraktikums mit der damaligen Sowjetunion gekommen und kann nur sagen, ein bisschen anknüpfend an das, was Gabi Krone-Schmalz sagt, es gibt kaum ein Alter, wo man empfänglicher für neue Signale, für neue Eindrücke, für neue Lebensumstände ist, als genau dieses Alter. Man schiebert ja förmlich danach. Bei einem 50-Jährigen hat das vielleicht nicht mehr so die Wirkung. Und dann werden, Christa Wolf würde sagen, wenn es auch dann schon etwas später als Kindheit ist, werden so eine Art Kindheitsmuster gesetzt. Die bleiben dann auch. Die ersten Eindrücke, die man da so sammelt, sind zumindest schwer verwischbar für das künftige Leben. Und ich habe zumindest diese Wochen und Monate da sehr aufgenommen und genossen und kann nur sagen, dass es bei mir eine Prägung hinterlassen hat, die auf jeden Fall vielleicht nicht alles dann geformt hat, aber schon eine gewesen ist, die mich dann auch durchs Leben begleitet hat. Wir versuchen, ich will da übrigens nochmal auch an der Stelle anknüpfen, ich bin schon, ich glaube, 4 Wochen oder 5 Wochen nach der Bildung des zentralen runden Tisches 1989 und nach dem Sturz von Erich Honecker von Mitarbeitern des German Marshall Funds aufgesucht worden, damals im Osten noch, es war ja noch DDR, die mich sehr liebevoll und sehr verlockend werben wollten, dafür 6 Wochen in die USA zu kommen. Also die haben natürlich Leute ausgesucht, von denen sie dachten, das könnte mal was werden hier politisch und überhaupt. Ich bin nie dazu gekommen. Wer weiß, was passiert wäre, Gabi, wenn ich das gemacht hätte. Bin nie dazu gekommen, weil Hans Modo wenige Wochen später mich gebeten hat, damals historische Zufälle wollten es so, in sein Kabinett einzutreten. Und dann war keine Zeit, um irgendwie schöne Reisen zu machen. Will damit aber sagen, ich glaube, es gibt kein Land auf der Welt, was so ausgefeilt, so gründlich, so umfassend diese Art Softpower, junge Leute, Studenten und andere einzuführen in ihre Kultur, in ihre politische Sicht, in die Umstände des Lebens. Und alle, die es gemacht haben damals, gleichaltrige Freunde und Kollegen von mir, werden zum Teil bis heute begleitet vom John Marshall Fund. Es gibt immer wieder Einladungen, es gibt immer wieder Möglichkeiten. Und es ist, ich respektiere, was Gabi Krone-Schmalz sagt, wahrscheinlich würde ein ähnliches russisches Programm, um mal bei den beiden Antipoden zu bleiben, hier mit einer bestimmten Begleitmusik auch versehen. Aber ich halte es trotzdem für ein großes Manko der Russischen Föderation, dass sie auf diesem Sektor embryonal arbeitet, um es sehr vorsichtig zu formulieren. Übrigens, der John Marshall Fund, das habe ich dann in den Jahren danach kennengelernt, auch in den USA selber, ist ja nur die Spitzenstiftung. Es gibt ja ich habe dann aufgehört, irgendwann zu zählen. Es gibt ja eine Unzahl von Stiftungen, die ähnliche Ziele haben. Und wenn wir uns dann heute wundern, dass
um es mal etwas schlicht zu sagen, die transatlantische Weltsicht ubiquitär verbreitet ist bei jüngeren Leuten und bei jungen Leuten, dann hat das sehr viel damit zu tun. Und Russland muss man erklären, erklären und erklären, weil es ganz wenig fundierte eigene Kenntnisse, das kann man bei, ich treibe mich ja nur viel auch bei politisch Tätigen rum, in Landtagen und im Bundestag, und da merkt man das gravierend und sehr, sehr deutlich. Letzter Punkt vielleicht zu diesem, zu Ihrem Ansatz und auch zu Ihrem Forschungsprojekt noch. Wir bemühen uns aus genau den Gründen, die Sie ja Ihrem Forschungsprojekt auch unterlegt haben, welche nachhaltige Wirkung sowas hat, als deutsch-russisches Forum, für das ich ja arbeiten darf, seit 25 Jahren sogenannte Young Leader Seminare zu machen. Wir sperren zweimal im Jahr junge, aber schon in Führungspositionen, unteren Führungspositionen befindliche Russen und Deutsche zusammen eine Woche, entweder in Russland oder in Deutschland, arbeiten mit ihnen, machen Programme und bilden daraus dann ein Alumni-Forum, wo heute Hunderte schon drin sind. 25 Jahre später, kann man sich vorstellen, sind viele davon dann nicht mehr in unteren Führungspositionen, sondern schon aufgestiegen. Und das ist so ungefähr das einzige Gerüst, was es im Moment zwischen unseren beiden Ländern belastbar gibt. Also die Fernwirkung von solchen Austauschen, gerade natürlich bei Studentinnen und Studenten, ist überhaupt nicht zu überschätzen, sondern daraus entstehen am Ende die Netzwerke, die in der Wirtschaft, aber auch in der Politik letztlich mitbestimmt sind und ganz lange halten. Und auf der einen Seite gibt es diese Netzwerke eben in extenso zu Tausenden, auf der anderen Seite gibt es leider nur an einer Hand abzuzählen. Vielen Dank. Vielleicht darf ich noch ergänzen, ich habe in den USA studiert mit einem DAAD-Stipendium und war dann später sogar eine Weile Professorin dort. Aber wenn man Islamwissenschaft und Geschichte des Nahen Ostens studiert, dann hat man offensichtlich auch ein Antidot, also ein Gegengift ein bisschen, denn das haben unsere Weltregionen gemeinsam. Sie sind sehr schwer zu verstehen und sie sind im Westen oft sehr schwer zu vermitteln. Das hat die muslimische Region, also die islamisch geprägte Region, der gesamte Nahe Osten, für den gilt das eben auch. Deswegen, vielleicht ist das einer der Gründe, man kann in den USA studieren, das ist eine wunderbare akademische Landschaft, ganz klar, weil sie so groß ist und zum Teil auch sehr brillant ist. Man kann sich aber natürlich auch eine kritische Distanz bewahren. Letzte Frage in der Runde geht an Saur Gasimov. Und da würde ich Sie gerne fragen nach Ihrer Arbeit auch in dem Projekt, nach der Rolle der Orientalistik und der Philologie, die nämlich auch an den russischen Universitäten, sogar vorsowjetisch, aber dann natürlich auch in der Sowjetunion, eine ganz andere Rolle gespielt haben, als sie das hierzulande tun und die also maßgeblich dazu beigetragen haben, große Experten und auch politisch sehr, sehr einflussreiche Strategen, sagen wir mal, auszubilden. Wenn Sie uns dazu was berichten könnten. Anfangen möchte ich doch damit, dass ich mit einem DAAD-Stipendium auch im Marshall Center war, aber in Garmisch-Partenkirchen. Gut. Die Orientalistik ist kein Orchideenfach in Russland, und das hat historische, aber auch geografische Gründe. Die Tradition natürlich setzte sich im 19., im 18. Jahrhundert bereits. Im 19. Jahrhundert entstehen die ersten orientalistischen Lehrstühle, sowohl an der Universität in St. Petersburg, aber auch in Kasan und später auch in Moskau. Und wo wir auch beim Stichwort Kasan sehen, die Expansion des Zarenreiches südwärts und vor allem südwärts, führte dazu, dass das Zarenreich auch ein Imperium wurde, in dem auch zahlreiche turksprachige und iranischsprachige Völker lebten. Das heißt, das Zarenreich war nicht nur Nachbarland des Osmanischen Reiches und Persiens, sondern hatte auch sozusagen in der Zusammensetzung des eigenen Reichsgefüges
Völker, die muslimisch waren, die iranische und auch Turksprachen gesprochen haben. Und das spielte also die eigene Zusammensetzung und die Nachbarschaft. Das spielte und spielt auch eine Rolle. Das vergessen wir auch oft, wenn Russland oder Osteuropa als ein Pol gesehen wird und der Nahe Osten eben als ein anderer. Man vergisst, dass Russland und auch die Sowjetunion jahrzehntelang, wenn nicht jahrhundertelang, eine ziemlich lange Landes- und Seegrenze sowohl mit der Republik Türkei wie auch mit dem Iran hatte bzw. immer noch hat. Und auch mehrere Meere, das Kaspische Meer und das Schwarze Meer sozusagen teilt. Das spielt eine enorme Rolle und in der Sowjetunion bekam Orientalistik, ich würde sogar sagen, ein privilegiertes Fach. Also nicht nur kein Orchideenfach, sondern das ist auch ein privilegiertes Fach gewesen, ein elitäres Fach gewesen und auch ein Fach, das Tausende von Studenten und Studentinnen anzieht an unterschiedlichen Universitäten. Und ich kann hier einige Beispiele nur nennen. Der Direktor des Ermitage-Museums, des prominentesten Museums Russlands und eines der bekanntesten Museen der Welt, ist ein Arabist, Piotrowski. Und sein Vater war ein prominenter Ägyptologe und auch ein Nahost-Historiker und auch der Direktor von Ermitage davor. Primakov ist natürlich der Name, der am geläufigsten ist in den Diskursen zur Bedeutung und zum Stellenwert der Orientalistik in Russland. Das war nicht nur der Chef des Auslandsnachrichtendienstes, sondern auch der Außenminister Russlands gewesen. Man kann auch Leonid Schebarschen nennen, der auch die Leitung des KGBs innehat. Der war Spezialist für Urdu und Persisch. Die Liste ist lang. Der Pressesprecher von Wladimir Putin, Dmitri Peskov, ist ein Turkologe. Also das sind die Beispiele, die zeigen, was für eine Karriere eben eine Orientalistin oder ein Orientalist machen kann im staatlichen Gefüge in Russland und wie wichtig die Expertise für diese Region immer noch in Russland ist. Genau, wir haben in unserem Projekt auch herausgefunden, dass eben wirklich über die Zeit Tausende und Abertausende Studierende aus dem ganzen Nahen Osten, auch aus Ländern, die gar nicht sozialistisch geprägt waren, also Irak, Syrien, waren ja so über die Baath-Partei so ein bisschen sozialistisch geprägt. Die hatten natürlich sehr gute Beziehungen zu Moskau, auch die PLO hatte gute Beziehungen zu Moskau. Mahmoud Abbas übrigens, der palästinensische Präsident, hat an der Lumumba-Universität seine Doktorarbeit geschrieben. Aber der ist ja auch kein Revolutionär, wenn man so will. Und gerade aus dem Libanon, ein sehr westlich orientiertes Land, wo mein Institut ist, wo ich lebe, ein sehr nach Westen, ein sehr kapitalistisches Land auch. Da gibt es 6000 gemischte Ehen, da gibt es jetzt neue Alumni-Vereine, die jetzt gegründet worden sind, und da kommt jetzt ein neuer Punkt, was ich vorhin sagte, die Softpower ist ja übernommen worden, sogar im Begriff. Also auch Herr Putin spricht jetzt von Softpower, und so seit 2008, 2012, 2013 ist Softpower wohl auch sozusagen eine Policy in Russland. Und da scheint es so zu sein, dass man die alte Druzhba, die Freundschaftspolitik, wieder auflegt. Und ich denke, dass diese Alumni-Gründungen, also Vereine für Alumni, die irgendwann mal in der Sowjetunion oder in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion studiert haben, die werden sehr ermutigt. Und das ist wirklich eine ganz eindrucksvolle Geschichte, wenn sich da einmal im Jahr für 3 Tage also unglaublich viele Leute treffen, alles arabische Absolventen, russischer Universitäten, nur russisch reden und sich Gäste einladen, auch aus Moskau, und sich dann unheimlich gut verstehen und also offensichtlich eine sehr enge, freundschaftliche Bindung haben zur russischen Kultur, zur Sprache und natürlich zum Land selber auch. Also das ist interessante Befunde, und es erklärt sich dann eben auch so, dass das, was
glaube ich, deutsche Politiker manchmal gar nicht so sehen am Anfang in einem Land wie dem Libanon, dass es da eine sehr positive Grundstimmung gibt, auch wenn man natürlich jetzt nicht unbedingt verbündet ist, zumindest die Fraktionen, die es im Libanon gibt, sind ja zum Teil gar nicht mit der Sowjetunion, also mit Russland verbunden, politisch. Aber trotzdem gibt es sozusagen eine positive Sympathie, will ich mal sagen, eine Grundstimmung, die auf sehr alte, gewachsene Beziehungen aufbaut. Und da haben wir natürlich dann schon sowas, also wie eine Softpower-Druzhba-Freundschaftspolitik jetzt wieder, die aber sich offensichtlich nicht mehr richtet auf den Westen, sondern eben auf Länder im Osten, Afrika, wahrscheinlich auch Lateinamerika, da weiß ich das nicht so ganz, die russische Sprache natürlich auch sehr fördern. Das scheint ja auch ein neues Programm zu sein, ne? Also Ruski Mir, die russische Welt, wir machen Politik, Freundschaftspolitik jetzt auch sozusagen gegenüber allen Russischsprachigen, egal wo sie sind. Das ist aber natürlich dann auch nicht im Westen. Meine Frage aber nochmal zurück zur Softpower, und weil es ja so wichtig ist, dass ich sozusagen Ost und West unterhalten und den Kontakt nicht verlieren und auch weiter Studierenden austausche, weil wir über Wissenschaft reden, und Akademiker austausche und solche Dinge organisieren. Das könnte man doch machen. Warum könnte man das denn nicht machen? Dass man sozusagen ermutigt wissenschaftlichen Austausch. Wir treffen uns, wir diskutieren, wir machen zusammen mit Übersetzung oder auf Englisch, können ja auch viele, Zusammenkonferenzen, Zusammenprojekte. Warum macht man das nicht? Naja, klar könnte man das machen, und man macht es ja auch. Es gibt ja auch viel, was, sagen wir mal, unter dem medial beobachteten Radar abläuft. Ganz erstaunlich gute Programme, die aber so in der Öffentlichkeit keine Rolle spielen. Vielleicht sogar auch mit der Überlegung, wenn sie eine Rolle spielten, dann gäbe es die Ersten, die da wieder drauf rumhackten. Nein, um es konstruktiv zu drehen, wissenschaftlichen Austausch, egal in welcher Richtung, ist das Beste, was man sich überhaupt denken kann. Und was mir auch immer so wichtig ist, man muss ja nicht ein Entweder-Oder daraus machen. Das erfährt man ja sehr oft. Wenn ich zum Beispiel eben davon gesprochen habe, dass so viele transatlantisch sozialisiert sind, dann ist das ja kein Vorwurf, sondern einfach eine Feststellung, die, wenn man sich nur in diese Richtung orientiert, zwangsläufig dazu führt, dass man den anderen Teil der Welt etwas schlechter versteht. Also die zusammenzubringen. Oder beispielsweise auch, es gibt ja auch Programme, wo Russen, wenn man Glück hat, sogar Ukrainer, Deutsche und Amerikaner. Sowas gibt es ja auch alles. Also da viel mutiger zu sein und das zusammenzuspannen. Die ehemalige Lumumba-Universität, die jetzt die russische Universität für Völkerverständigung ist, ja, so heißt sie jetzt, die hat übrigens, das hat mich gewundert, die meisten ausländischen Studenten dort, sie ist jetzt eigentlich eine Uni wie jeder andere auch, aber die meisten ausländischen Studenten dort kommen nicht mehr aus Afrika oder Lateinamerika oder so, sondern sie kommen in erster Linie aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. An erster Stelle Kasachstan. Ich habe mir mal diese Rankings angeguckt, die ersten 12. An erster Stelle Kasachstan, Usbekistan, ich glaube dann Turkmenistan, bin ich ganz sicher. An vierter oder fünfter Stelle kommt China. Dann kommen wieder ein paar andere, Aserbaidschan oder sowas. Ukraine ist irgendwann auch vertreten, allerdings nicht mit so wahnsinnig viel, und Ägypten. Und das war's. Ich habe da keinen afrikanischen Staat entdeckt unter den Studenten, die da jetzt eingeschrieben sind. Was mich auch gewundert hat, die neuesten Zahlen, die ich gefunden habe, besagen, dass zurzeit in Russland 315.000 ausländische Studenten studieren, komplett, also im ganzen Land. Das sind ungefähr 8% der gesamten Studentenzahl. 315.000. Ich kenne die Vergleichszahl für Deutschland nicht, wäre ja wichtig, vielleicht kennt die einer oder kann einer schnell googeln oder so. Auf jeden Fall, was aber bemerkenswert ist für meine Begriffe, die Zahl 2014-15, da gab es in ganz Russland 183.000 ausländische Studenten, und innerhalb von 5 Jahren ist das hochgeschnellt auf 315.000. Das finde ich eine bemerkenswerte Entwicklung, und da mal nachzuforschen, warum das so war, was man machen muss, dann noch, dass noch ein paar dazukommen, wäre ja auch nicht falsch.
Das war jetzt ein Auftrag. Wir schauen mal. Ja, ich gebe den Punkt mal auf dem Podium weiter. Also man kommt nicht drum rum, ne? Ich will auch nicht falsch verstanden werden. Wissenschaft an sich ist unabhängig und muss unabhängig sein, sonst ist sie keine Wissenschaft. Wir kommen aber gar nicht drum rum, Wissenschaftler. Wir bewegen uns nicht im luftleeren Raum und wir sind Teil der Gesellschaft. Und natürlich wird unsere Wissenschaft auch instrumentalisiert. Im Guten, im Positiven oder im Negativen. Dass Wissenschaft also eine Form der Softpower ist, so wie ich sie hergeleitet habe, da können wir gar nichts draus dann machen. Das ist einfach so. Den Elfenbeinturm, in dem man sich verschanzen kann, den gibt es nicht mehr, wenn es ihn überhaupt je gegeben hat. So, wenn das jetzt aber so ist, müssen wir uns ja die Frage stellen, was wir damit machen. Ob wir damit jetzt bewusst umgehen, ob wir das ignorieren wollen. Und da bitte ich doch, bevor wir es dann vielleicht auch öffnen, mal um Vorschläge noch auf dem Podium. Was fällt Ihnen dazu ein, Herr Platzek? Also ich finde, Dinge, die das Leben, wo das Leben die Geschichten schreibt und die Sie geschildert haben, gehört dazu, sollte man weder ignorieren noch sonst irgendwas, sondern versuchen, ins Positive zu drehen. Also ich finde es und fand es und finde es, gerade in dieser, wir leben ja seit ungefähr 6 Jahren, vorher war es schon schwierig, aber seit 2014, 15 im politischen Raum eher mit einem Scherbenhaufen, was die Beziehungen angeht. Und ich fand es, mich hat es gefreut und ich fand es signifikant auch bemerkbar, dass es 2 Felder über diese Jahre, teilweise ein bisschen unbemerkt, teilweise aber auch bemerkt gegeben hat, dass es Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen, die immer noch und trotzdem nicht nur weiter gelebt haben, sondern wir haben sogar Höhepunkte gehabt. Wir hatten das Kultur- und Wissenschaftskreuzjahr. Wir haben zu verzeichnen, schauen Sie sich russische, gerade in der jüngsten Zeit, Dirigenten an, die führenden deutschen Orchester, Petrenko in Berliner Philharmoniker, in München und anderswo, dirigieren. Wir haben Alexander Gerst mehrfach im Weltraum gehabt, der gesagt hat, die Zusammenarbeit mit den russischen Kosmonauten ist so exzellent, macht ihm so viel Freude. Es war Normalität da oben, kann man sagen, während hier unten es schwieriger war denn je. Also es gab so und gibt glücklicherweise mit Wissenschaft und Kultur Felder, die halten im Moment die Verbindung, kann man fast sagen, und lassen nicht alles abstürzen. Und für die Fernwirkung nochmal viel mehr vorhin ein, als Sie das nochmal dargestellt haben, Frau Professor Schäbler, wenn man heute, ich mache ja relativ viele Veranstaltungen in West- und in Ostdeutschland. Ich sage mal bewusst, trenne das mal ein bisschen, also von Freiburg im Breisgau bis hoch nach Greifswald. Und wenn ich über Russland, über die Beziehungen, Debatten, Diskussionen, Abende, ich merke bis heute einen durchaus signifikanten Rezeptionsunterschied. Der ist einfach da. Die Fragen sind andere, manchmal ist die Stimmung im Saal eine andere. Das Klima ist oft unterschiedlich. Und wenn man da mal ein Stück dahinter schaut, dann trifft man zwischen Rostock und Suhl sehr häufig auf Diskutanten, auf Teilnehmer, die sagen, ich habe in den 60er Jahren ja in der Sowjetunion studiert oder ich habe an der Trasse gearbeitet oder ich habe einen Teil meines wissenschaftlichen Lebens, habe promoviert in der damaligen Sowjetunion. Es waren immerhin, ich habe mir da mal die Zahl geholt, über 300.000. Sowas bleibt natürlich für eine Stimmung in einer Region nicht ohne Folgen. Also wer da 3, 4, 5 Jahre verbracht hat, einer meiner Schwäger hat 8 Jahre in der Sowjetunion verbracht bis zu seinem Doktortitel, das prägt für das Leben und setzt solche unterschiedlichen Stimmungen auch. Man lernt übrigens, wir verwechseln das manchmal, natürlich haben wir im Osten Deutschlands längst nicht, ich glaube sogar die Mehrheit nicht, die Russen, wie es damals hieß, obwohl es die Sowjetunion waren, während der Zeit, wo sie hier auch mit 500.000 Soldaten waren und Zivilangestellten, nicht geliebt. Gab solche und solche. Aber man hat sie kennengelernt, man hat sich damit auseinandergesetzt. Man hat die Kultur, die Sprache, manche auch nicht gerne, aber die Sprache und dadurch einen anderen Bezug dazu. Während man im Westen Deutschlands ganz, ganz wenig Bezüge, sage ich mal vorsichtig, hatte. Und die Bezüge, die da waren, die Schilderungen, die da waren, die Propaganda in Teilen, waren nicht gerade freundlich.
Und so kommt es dann, dass mich in Freiburg an der Universität nach einer zweistündigen Veranstaltung, damals mit Gernot Erler, ein älterer Herr anspricht und sagte, er hätte das alles sehr spannend gefunden und er hat neue Aspekte auch der Beziehung und auch dieses Landes heute kennengelernt, weil er will mal ehrlich sagen, er ist in den 50er und 60er Jahren dort groß geworden mit dem Spruch, sowas prägt ihm auch, wenn du nicht aufisst, kommt der Russe. Und das war sein Bezug praktisch. Ne? Und ich glaube, es ist auch hier nochmal deutlich geworden, man hat vor allen Dingen vor Dingen Angst, so eine unbestimmte, vielleicht auch eine bestimmte Angst, die man wenig oder gar nicht kennt. Wenn man sie kennt, kann man sich immer noch entscheiden, ob man es mag oder nicht mag. Aber diese diffusen Ängste, aus denen man dann auch Propaganda machen kann, die verschwinden. Und deshalb gibt es bis heute, obwohl wir 30 Jahre jetzt nach der deutschen Einheit sind, immer noch eine deutlich unterschiedliche Wahrnehmung von Russland auf der einen Seite der Elbe und auf der anderen Seite der Elbe. Und ich glaube, da spielen die Dinge, die Sie auch untersuchen, nämlich das, was Sie so schön Softpower auch im wissenschaftlichen und im Hochschulbereich nennen, wahrscheinlich doch eine lang anhaltende und prägende Rolle. Also das sollte man in keiner Weise geringschätzen. Sie haben ja die Unabhängigkeit von Wissenschaft angesprochen und auch die Gefahr, so ganz vorsichtig, dass man sich nicht instrumentalisieren lassen sollte. Nun gibt es ja da verschiedene Ebenen. Wenn sich Wissenschaftler treffen aus unterschiedlichsten Ländern und haben eine Idee oder ein Thema oder eine Fragestellung und wollen dann völlig unabhängig, sowas gibt es ja tatsächlich, völlig unabhängig von ihren politischen Systemen, diesem Problem näher kommen, dann ist das die eine Sache. Die zweite Ebene ist aber die, in der Regel ist Wissenschaft zwar sogenannt unabhängig, aber sie muss ja irgendwo finanziert werden und im Zweifel wird sie von staatlichen Stellen finanziert. Also haben Sie natürlich einen wunderbaren Hebel, wenn Sie das austrocknen, dann ist das mit der Wissenschaft eben in der Ecke, wo es nicht genehm ist, nicht mehr so doll bestellt und andersrum. Und dann gibt es noch die andere Ebene, dass staatliche Interessen, die müssen nicht von vornherein schlecht sein, ich versuche es nur so zu strukturieren, dass staatliche Interessen sich Wissenschaft zunutze machen, um in anderen Ländern bestimmtes Image zu erzeugen oder in anderen Ländern, das politische Stichwort dazu, wo man lange drüber reden kann, ist Regime Change, ne, sowas vorzubereiten. Und da wird es natürlich haarig, wenn man, sagen wir mal, wissenschaftlich arbeitende Institute, die auch ihre Filialen überall in der Welt haben, wenn die sich dann mit Programmen hervortun, die einem System, wo sie sind, diametral entgegenlaufen. Das will ich gar nicht qualifizieren in irgendeiner Form, einfach nur den Mechanismus schildern. Und da, finde ich, muss man dann schon sagen, bis zu welcher Grenze geht das eigentlich? Geht das überhaupt? Hängt es davon ab, wie man das moralisch bewertet oder hat Moral da nichts zu suchen? Also dieses ganze Knäuel, das scheint mir schon, wenn man da offen drüber reden will, was es Positives erreicht, dann muss man das auch ansprechen. Ja, wollten Sie? Genau, ich wollte dazu noch was sagen. Es gab ja auch eine sehr spannende, zum Teil wurde auch angesprochen, reziproke Geschichte, Austausch auch im Kalten Krieg, auch nicht nur zwischen Deutschland und der Sowjetunion, auch zwischen Italien und der Sowjetunion. Also der Austausch war, um jetzt beim Schönen zu bleiben, war zwischen Mailänder La Scala und der Ballettschule in Moskau. Die italienischen Balletttänzerinnen wurden nach Moskau geschickt und die Opernsänger aus der Sowjetunion gingen nach Mailand. Und dazu gab es auch eine spannende Geschichte eines sowjet-aserbaidschanischen Baritons Muslim Magomayev, den die zwei Jahre in La Scala sehr stark geprägt haben. Das heißt, es gab unglaublich viele Beziehungen dabei, die sehr viel auch am sehr weit vom politischen Liegenden mitgebracht haben und transferiert haben. Und gerade im Projekt, wo es darum geht, in dem Projekt am Orientinstitut in Beirut, über die Planung der ganzen Stadt in Bagdad, die von einem polnischen Architekten auf die Beine gestellt worden war, das am Deutschen Historischen Institut in Warschau betreut wird von Dorota Woronetska, oder auch ein Projekt zu den
Studenten aus den arabischen, aus mehreren arabischen Staaten, die Kunst studiert haben in Moskau an der Stroganow-Akademie unter anderem und dann den sozialistischen Realismus in einer hybriden Form, in einer kulturell angepassten, regional gefärbten Form in die jeweiligen Länder mitgebracht haben und auch etwas auf die Beine gestellt haben, die natürlich nicht das war, was unbedingt sich die Gründe des sozialistischen Realismus so avisiert hatten. Also ich denke, dass der Dialog mit dem gesamten postsowjetischen Raum müsste intensiviert werden und natürlich auch mit den Ländern, die zwischen Deutschland und Russland liegen, auch mit der Ukraine, mit Weißrussland und so weiter, auf allen Foren. Und auch nicht nur die technischen Fächer müssen auch angesprochen werden, sondern auch die Geisteswissenschaften primär, würde ich sagen. Weil da gibt es unglaublich viele Vernetzungen, auch im Sportbereich, von dem wir heute nicht gesprochen haben. Und, ja, danke. Ich komme noch mal zurück zu, was Sie gesagt haben, Frau Krone-Schmalz. Regime Change ist ja nun schon vom Wort her eher so ein Programm, was ja nicht aus Deutschland so richtig gefahren wird. Also die Max-Weber-Stiftung mit ihren 10 Instituten macht Geisteswissenschaften und Geistes- und Sozialwissenschaften und völlig unabhängig. Und sie versucht immer sozusagen mit den Akteuren vor Ort, mit den Universitäten, mit den Forschungseinrichtungen, mit den Kollegen zu arbeiten. Und das eben sozusagen im kritischen Geist der Geisteswissenschaften. Und da haben wir ja eigentlich eher das Problem, dass da natürlich dann auch durchaus ab und zu mal Schwierigkeiten in den Gastländern auftauchen. Ja, das ist klar, wo die Wissenschaftsfreiheit ein weniger hehres Gut ist, sagen wir mal vornehm, als das hierzulande so ist. Weswegen ich eben finde, dass Geistes- und Sozialwissenschaften wirklich ein hohes Gut sind, die es auch wert sind, sozusagen in den Dialog gebracht zu werden mit anderen Teilen und anderen Gesellschaften der Welt. Und da stellt sich jetzt dann schon die Frage, und übrigens, was ich noch sagen wollte zu den binationalen deutschen Universitäten, die sind zum Teil auch deswegen, also wir haben ungefähr so 8, hat die Bundesrepublik ein bisschen mehr, aber 8 ernsthafte binationale Universitäten, also die deutsch-jordanische, die deutsch-ägyptische, deutsch-kasachische, die türkisch-deutsche, die muss andersrum heißen, die muss türkisch-deutsche Universität heißen, die darf nicht deutsch-türkische heißen. Da sitze ich im Konsortium und von den anderen weiß ich auch ein bisschen was. Da wollte Frau Süßmuth unbedingt, die Vorsitzende dieses Konsortiums ist, der türkisch-deutschen Universität, dass da Geistes- und Sozialwissenschaften in der philosophischen Fakultät vertreten sind und gelehrt werden. Also binational dann, ne? Mit deutschen und mit türkischen Professoren und Lehrkräften. Und das ist jetzt ein Tanz, der geht jetzt schon etliche Jahre und von den Geisteswissenschaften ist da immer noch nicht so richtig viel zu sehen. Es geht aber nicht von uns aus. Und das ist eben das Problem, dass Geistes- und Sozialwissenschaften eben ein kritisches Potenzial vermitteln, was nicht in allen Ländern so gefragt ist. Und weil Sie vorher sozusagen ja angesprochen haben, man sollte sozusagen kritische Propagandaforschung fördern, der Meinung bin ich auch absolut. In Zeiten von Fake News und Alternative Facts und so ist das absolut wichtig, dass Leute das lernen, sozusagen sprachlich zu unterscheiden und auch ein Gefühl dafür zu kriegen, was wirklich Fake ist und wo es sich eben lohnt, nochmal genauer hinzugucken und Fragen zu stellen. Das kann man lernen und so ein Wissen wird eben vermittelt durch Geistes- und Sozialwissenschaften, Kritikfähigkeit und so weiter. Die Frage ist aber jetzt nochmal zurückgebunden und wir teilen ja gerne die Dinge jetzt in Gut und Böse so ein. Also, dürfen wir das? Dürfen wir sozusagen unsere, in Anführungszeichen, kritischen Wissenschaften in die Welt bringen und in einen Dialog treten, auch wenn es manchmal schwierig ist? Ich finde, man darf alles in anderen Ländern zu Gehör bringen, auch Geistes-, Sozialwissenschaften, was auch immer, wenn, wie soll ich sagen, wenn eine gewisse, also wenn man gefragt wird, das muss man natürlich jetzt dann, oder sollte man versuchen, auch konkret zu machen. Ich halte nichts davon,
wenn man vom eigenen System komplett überzeugt ist, das ist gut, ich bin auch froh, dass ich hier lebe, alles wunderbar, alles bestens, und dann meine, dass ich in welchen Teilen der Welt auch immer die Menschen dort, die eine andere Geschichte haben, die andere Vorstellungen haben und die auch andere Mehrheiten bilden, auch wenn wir das manchmal nicht verstehen können, aber das einfach anders ist, dann zu meinen, weil es nach unseren Vorstellungen und nach unserer Moral das Richtige und das Beste ist, das anderen Systemen aufstülpen zu wollen. Man muss ja nur in die Geschichte gucken, das hat noch nirgendwo unblutig funktioniert und hat noch nirgendwo wirklich funktioniert. Was haben wir für Vorstellungen gehabt, was Afghanistan betrifft? Was haben wir für Vorstellungen gehabt, was den Irak betrifft? Von Libyen will ich nicht reden, Syrien ist nochmal wieder ein ganz anderes Problem. Also zu glauben, man hat nur immer dann Schwierigkeiten, sich so zu positionieren, dass nicht jemand kommt, ja, hast du es nicht mit Menschenrechten oder bist du nicht für Demokratie? Oh ja. Und ich finde, man kann am besten für Demokratie und Menschenrechte arbeiten und dafür werben, dass man es erstens vorlebt, das ist schon mal das ein oder andere Defizit, was einem dazu einfällt, und dass man vor allen Dingen dann versucht zu überzeugen und sich auch, also zur Streitkultur gehört ja nicht nur andere zu überzeugen, sondern sich auch überzeugen zu lassen. Das vergessen manche. Also man muss die Dinge auf den Tisch legen und dann versuchen herauszufinden, was für die Menschen, um die es geht. Und es geht nicht um uns, wenn es um Menschen in Afghanistan geht, sondern es geht um die da oder in Russland oder wo auch immer. Was für die Menschen dort das Beste ist. Und das ist manchmal nicht das, was wir uns idealerweise vorstellen. Und das muss man aushalten. Darf ich noch mich da anschließen? Sie haben ja gefragt, darf man das eigentlich? Also unsere Sicht, unsere vielleicht kritische, wie auch immer, geheißen. Da würde ich völlig Gabi Krone-Schmalz zustimmen. Eigentlich darf man alles, wenn es auf der Basis, ich nenne es mal so, eines ehrlichen und deutlich ausgedrückten Respekts vor dem Empfängerland, wenn man so will, oder vor dem Gastland stattfindet. Wenn ich also hinkomme als jemand, der meine Sicht, die ja mein Recht ist und meine Überzeugung darlegt, aber mit dem Respekt vor der Historie, vor der Mentalität, darum sollte ich mich eben gekümmert haben, vor den Verhältnissen in dieser Region oder in diesem Land. Und wenn ich fragend komme und nicht nur sagend, ansagend komme, sondern auch sage, das ist meine Sicht, könntet ihr mir eure mal dagegen setzen, damit wir wirklich offen, so unvoreingenommen wie es geht, auch wenn ich meine Überzeugung habe, darüber reden. Die Schwierigkeit ist, die ich sehe, was unser Herangehen antrifft, gerade wenn ich es mal etwas holzschnittartig sagen darf, die des Westens, ist, dass wir inzwischen uns angewöhnt haben, so überzeugt zu sein, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und gar nicht mehr viel Fragen brauchen. Und deshalb haben wir, egal wo wir hinkommen, sehr oft den Zeigefinger schon oben und sagen, und genauso müsst ihr das machen. Oder noch weitergehend, genauso müsst ihr werden. Ivan Krastev, ein Kollege von Ihnen, den Sie ja vielleicht auch kennen, ich halte ihn für einen der richtig tief schürfenden und tiefgründigen Forscher auf dem Gebiet, was so zwischen Völkern und in Gesellschaften passiert, hat sich ja sehr lange damit beschäftigt, warum sind nach dem Fall des Eisernen Vorhanges unsere Blütenträume nicht alle sofort gereift? Also dass die mittelosteuropäischen Länder sich alle mit fliegender Fahne aufmachen, dass auch übrigens im Osten Deutschlands eine Menge Reserviertheit und ein bisschen Entfernung zu manchen dieser Wertevorstellungen herrscht und hat ein, wie ich finde, und das ist eine andere Sicht auf den, aber mit derselben Schlussfolgerung auf den Gegenstand gesagt, ihm deucht, dass wenn man Gesellschaften dazu fast zwingt, auf jeden Fall dahinschiebt, dass sie ausschließlich und nur ein Imitat einer anderen Gesellschaft sein müssen, dann wird diese Gesellschaft höchstwahrscheinlich erst unglücklich, dann trotzig und dann vielleicht noch ein bisschen gemeiner. Das ist natürlich eine Formel, die nicht alles fassen kann, wo aber ein sehr
deutlich, also für mich überzeugender Kern drin ist. Weil das heißt in Übersetzung, wenn ich nur dominieren will und nur den Zeigefinger oben habe, geht es schief. Und wir erleben das in Teilen jetzt gerade. Und das würde ich mir wünschen. Und dann unter diesem Aspekt kann ich Ihre Frage ganz klar mit Ja beantworten. Selbstverständlich können wir das, was wir in uns tragen, in unserem Herzen tragen, als richtig mitnehmen. Aber wir sollten auf Empfang geschaltet haben und nicht nur auf Sendung. Sonst geht es am Ende schief. Ich glaube, was wichtig ist, vielleicht ist auch die Sensibilisierung, die Selbstsensibilisierung zum sprachlichen Gebrauch. Das ist auch das, was auch sozusagen mitschwebend ist in dieser Debatte, dass man auf alles, auf alle Dialoge, ne, in alle geografische Richtungen vielleicht aus der wenigstens vergleichbaren Höhe dann schaut und versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Denn von den gemeinsamen Vorgehensweisen profitiert man im Endeffekt. Ich muss nochmals an das Projekt denken, an dem sich auch russische Forscherinnen und Forscher aus Aserbaidschan auch beteiligen und aus Polen und etc. Und wir profitieren von dem Austausch konkret. Und das seit mehreren Jahren übrigens. Also das kann auch nachhaltig gefördert werden und vorangetrieben werden. Und dabei, glaube ich, soll die Frage nicht entweder oder, sondern vielmehr sowohl als auch gestellt werden. Denn davon kann man profitiert werden, weil man vergisst auch oft, es geht nicht darum, dass man das Westeuropäische dabei ausschaltet in auch das, was man in La Scala gelernt hat. Das war dann auch das europäische Kulturgut. Das westeuropäische Kulturgut, das dann weiter getragen worden war und in dem Falle dann auch im Kaukasus, das jetzt auch eigentlich schon in Form von drei unabhängigen Staaten organisiert ist. Also das sind die Dinge, die, glaube ich, wichtig sind und auch die Sensibilisierung der Sprache. Ich muss mich an ein Werk von Ihnen erinnern mit Behaupten und Sagen. Ne? Genau, das ist eben... Ich habe versucht, ich beschäftige mich intensiv mit dem Messen mit zweierlei Maß, eigentlich schon seit ich Studentin bin. Und da, weil Sie behaupten und sagen, man muss mal oder versuchen Sie sich auch mal zu sensibilisieren, wenn ein westlicher Politiker in den Nachrichten, ja, wenn ein westlicher Politiker irgendetwas von sich gibt, dann heißt es XY sagt. Wenn zum Beispiel Putin gemeint ist, dann heißt es behauptet oder angeblich oder irgendwie so. Also wenn man da so ein bisschen sensibilisiert ist für, ich könnte eine lose Blattsammlung rausgeben mit solchen Beispielen. Und wenn man, das gehört auch in so einen Lehrstuhl. Und wenn man dafür einen Sinn entwickelt, dann ist man nicht mehr so anfällig für wirklich tumbe Propaganda, egal von welcher Seite. Ja. Eine Sache, glaube ich, müssen wir aber wirklich auseinanderhalten. Sie haben jetzt beide sehr politisch gesprochen, Frau Platzek und Herr Platzek und Frau Kronisch-Malz. Und es geht ja, wenn wir über sozusagen Wissensbeziehungen, Wissenschaftsbeziehungen sprechen, sprechen wir über Beziehungen unterhalb der Politik. Und da, finde ich, ist es aber schon wichtig, dass wir sozusagen auch sagen, wir wollen in einen konstruktiven und auch kritischen Dialog treten. Ja, und da heißt es dann nicht, also am deutschen oder sonstigen Wesen soll irgendeine Welt genesen. Das geht ja gar nicht, das ist reiner Kolonialismus. Aber sozusagen selbstbewusst und auch kritisch in einen Dialog zu treten und zu gucken, dass man da sozusagen auch zuhört, sich gegenseitig natürlich dann auch man darf natürlich kritisiert werden, man darf aber selber auch kritisieren. Das ist das Einzige, glaube ich, wie wir in diesen zersplitterten Weltläuften unterhalb dieser politischen Ebene, die das natürlich jetzt nicht so kann, möglicherweise es schaffen, einen Diskurs sozusagen zu erhalten, ja, einen kritischen Diskurs zu erhalten, der natürlich mit ganz viel Sensibilität, aus ganz viel Sensibilität gespeist werden muss, denn man darf dem Gegenüber auch nicht schaden natürlich. Bei all solchen Dingen muss man ja immer sehr, sehr vorsichtig sein. Aber das würde ich schon nochmal wirklich trennen wollen. Und wir haben im Projekt eben wirklich wunderschöne Beispiele, also die Architekturfakultät, die ganze Fakultät in Mosul ist aufgebaut worden von Polen. Nicht nur einem, sondern eine ganze Kohorte von polnischen
Professoren und Wissenschaftlern hat dort die Architektur aufgebaut. Und natürlich kommt in dem Projekt auch vor, dass irakische Studenten da irgendwie sagten, ja, das ist jetzt aber gar nicht unsere Tradition, was machen wir denn jetzt da damit? Und das ist aber eben auch spannend, das ist fruchtbar, was sich daraus ergeben kann. Manchmal ergibt sich es dann auch nicht. Aber trotzdem ist die Herausforderung ja eine gute. Oder der sozialistische Realismus, den dann arabische Künstler und Künstlerinnen in Moskau gelernt haben und der zu Hause überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, also auch so ein Beispiel, wo man aber doch dann mit eigenen Elementen aus der nationalen Folklore sozusagen versucht hat, das anzureichern und so weiter. Das sind eben alles diese Dinge, die unterhalb der politischen Ebene laufen, die aber so wichtig sind. Und deswegen bleibe ich mal dabei. Also wir kommen nicht drum rum, dass das natürlich irgendwie immer mit einer Form von Softpower dann einhergeht. Sozusagen, und es setzt sich dann halt irgendwie auch das durch, was gerade, und das finde ich das Schöne an dem Modell, eben auch attraktiver ist, wenn das ohne Zwang passiert. Na, wenn das ohne Zwang passiert, wenn das nicht mit Verboten passiert. Sie lächeln, und das klingt jetzt so ein bisschen wie ideale Welt, aber das kann man schon, glaube ich, hinkriegen. Ich habe nichts gegen die ideale Welt, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber ich wäre sehr froh. Zeit, dass wir jetzt mal öffnen zu Ihnen allen. Ich bin sicher, dass Sie auch ganz viele Fragen haben, die Sie ans Podium stellen wollen. Dann sind Sie jetzt herzlich willkommen. Ja, dann kann ich vielleicht meine Maske auflassen. Kann man nicht verstehen? Kann jemand mich verstehen? Okay. Sie haben gesagt, Sie haben davon gesprochen, dass kulturelle Kontakte zwischen Universitäten oder auch Instituten, zwischen der in Anführungsstrichen westlichen Welt und der anderen Gegenden in der Welt möglicherweise auch ausgetrocknet werden können. Ich finde, es gibt ein gutes Beispiel im Augenblick. Es gibt einen sehr großen Druck auf die Konfuzius-Institute und auf die Dinge, die sich also zwischen den chinesischen und den europäischen, aber insbesondere auch den deutschen Universitäten entwickelt hat. Und da wird also sehr stark herausgearbeitet und immer wieder nachgefragt und gedrückt. Ja, sollten denn überhaupt diese Beziehungen so weiterlaufen? Müsste man sie nicht einschränken? Müsste man nicht schauen, wie es mit den Menschenrechten in China bestellt ist? Und sollte man das überhaupt weiterlaufen lassen? Also ich habe das so in den ungefähr letzten 3-4 Wochen verfolgen können. Natürlich immer nur über die Presse, wenn man jetzt nicht unmittelbar eingebunden ist. Aber ich denke, das ist ein leider Gottes schlechtes Beispiel, dass jetzt in einer Zeit, wo man also vor allen Dingen versucht, China in die Rolle des Gegners zu schieben, also da eben praktisch den neuen Ost-West-Konflikt draus zu machen oder den Kalten Krieg draus zu machen, dass man da also versucht, eben auch auf der Ebene, auf der wissenschaftlichen Ebene, wo sich doch eine ganze Reihe und also wirklich auch sehr, sehr intensive Kontakte herausgebildet haben, wenn man da jetzt versucht einzusteigen und das wieder versucht auseinanderzuziehen beziehungsweise schlecht zu machen. Also das würde ich eben auch als sehr große Gefahr empfinden und wollte das jetzt nur als Beispiel dazugeben. Also das, was Sie sagen, liegt ja in so einer Art größeren Bewegung, die mir auch Sorgen macht. Ich glaube, China ist sehr wohl ein Land, was dabei ist, zu lernen, sehr robust seine eigenen Interessen zu formulieren und zu vertreten. Und das, was sich da als sogenanntes neues Seidenstraßenprojekt firmiert, ist natürlich auch ein Projekt, um ein Stück des vielleicht künftig dann noch zu formulierenden Weltherrschaftsanspruchs umzusetzen. Aber, und da bin ich völlig bei Ihnen, wir haben ja dann immer unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn uns was ungeheuer erscheint oder
unsympathisch oder wir bestimmte Aspekte der jeweiligen dortigen Politik verurteilen, neigen wir gerade neuerdings, das kann man bei China sehen, das kann man bei Russland sehen, ich verkürze das mal so, zum Abbruch aller Brücken. Also die machen das nicht richtig, dann machen wir mit denen auch nichts mehr. Das halte ich für die völlig falsch. Es ist auch eine ängstliche Reaktion, ein ängstliches Reaktionsmuster, weil wir sagen, oh Gott, die sind ja vielleicht clever noch und die tricksen uns ja dann noch aus. Das kann passieren, dann müssen wir eben ein Stückchen besser sein. Aber ich finde es komplett falsch, solche Möglichkeiten des Austausches, solche Dialog-, Zusammenarbeitsmöglichkeiten dann auszutrocknen, weil nichts von dem, was wir vielleicht beklagen, eventuell auch zu Recht beklagen, würde dadurch besser werden. Nichts würde dadurch in unserem Sinne sich besser formieren oder lösen, sondern ganz im Gegenteil. Und deshalb kann ich immer und überall nur dazu raten, ein Dialog, der auch eine Auseinandersetzung sein kann, unter den Kautelen, die ich vorhin genannt habe, will ich nicht wiederholen, nicht nur einzudämmen, sondern auszuweiten, gerade in solchen Phasen. So sagen wir, nutzen jede Ebene, jede sich bietende Gelegenheit, Kontakte zu vermehren, wenigstens zu halten, neue Brücken zu bauen. Es ist ein etwas anderes Beispiel, als Sie gebracht haben, aber es geht in dieselbe Richtung. Wir bemühen uns seit bestimmt schon 10 Jahren, waren auch schon mal weiter, mit der Russischen Föderation einen visafreien Verkehr, der ja insbesondere Studenten, Schülern, Wissenschaftlern, es wird immer schwieriger mit der Visumerteilung, mit der Ausstellung und Bezahlung, ist ja auch ein monetärer Aspekt. Wird hier gerne unter dem Rubrum dann so ein bisschen nach hinten geschoben. Wir werden doch Putin kein Geschenk machen. Ich verkürze das jetzt sehr mit sowas. Der falscheste Ansatz, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, weil ein solcher Schritt würde dazu führen, dass es ruckartig viel mehr Austausch gibt. Die Bewegung, gerade zwischen Hochschulen, wir haben auch am Ende gesagt, damit es einfacher wird, erstmal nur für junge Menschen bis 25, damit ein paar andere Argumente, das kann ich gleich noch sagen, was da an noch Gegenargumenten kommt, um die auszutrocknen. Es wäre mitnichten, wenn man mal in diesen Rubriken überhaupt denkt, ein Geschenk an den russischen Präsidenten, sondern es wäre eine zunehmende Offenheit, wo man dann sehen kann, was die jungen Menschen damit machen, aber sie erfahren mehr, weil sie viel mehr Austauschmöglichkeiten haben und nicht diese ängstliche Reaktion, wir machen am Ende noch mehr zu, als das bisher der Fall ist. Die 25-Jahres-Grenze haben wir dann auch nur in der Debatte praktisch reingebracht, weil aus den Innenausschüssen der verschiedenen Parlamente, die da verhandeln, ist dann immer gekommen, dann importieren wir uns ja nur organisierte Kriminalität, wenn wir so die Visafreiheit machen. Und da haben wir dann gesagt, Kinder, dann macht es wenigstens bis 25, weil dann ist erfahrungsgemäß, sind die Leute noch nicht so tief eingebunden in die organisierte Kriminalität. Dass das Argument so ein bisschen hergeholt ist, sieht man daran. Wir haben jetzt gerade vor einer Weile der Ukraine komplette Visafreiheit gewährt. Und in der organisierten Kriminalität sind die auch nicht viel schlechter als die Russen. Da sieht man, dass das auch so ein bisschen politisch ist. Aber ich bin völlig bei Ihnen. Es ist eine grundfalsche Herangehensweise, Kontakte einzuschränken oder völlig einzufrieren, wenn einem was nicht gefällt, weil dadurch das, was uns nicht gefällt, sich auf jeden Fall nicht verbessert, sondern eher noch verhärtet. Wenn ich vielleicht noch was Positives ergänzen darf, jetzt mal aus russischer Sicht, weil Sie gesagt haben, hier mit Visa, das Thema Visum. Es gibt vom Innenministerium, wenn ich das recht weiß, eine Vorlage in Russland. Bislang war es ja so, dass ausländische Studenten jedes Semester wieder ihr Visum erneuern mussten. Und jetzt liegt eine Vorlage da und die hat auch gute Chancen durchzukommen, dass man einmal ein Visum für das gesamte Studium beantragt und dann ist es gut. Und wenn man mit dem Studium fertig ist, dann hat man automatisch das Recht, weitere 180 Tage im Land sich aufhalten zu dürfen. Und wenn man das ausnutzt, dann hat man automatisch das Recht, 3 weitere Jahre in Russland leben und arbeiten zu dürfen. Das wäre mal was. Gibt es denn noch weitere Fragen oder auch Kommentare? Ja, hier.
Dankeschön. Herr Platzek, Sie haben ja schon das Verhältnis des alten Westens, also der alten Bundesrepublik und der ehemaligen DDR angesprochen in Bezug auf die Sowjetunion, die ehemalige, muss man auch sagen, ehemalige Sowjetunion, das Freiburg-Beispiel, was Sie genannt hatten. Wie bewerten Sie die heutige Situation aus Blick der neuen Bundesländer in Bezug auf Russland versus der ehemaligen Staaten der Sowjetunion? Es gibt ja sehr große Ungleichheiten oder Differenzen, ich denke jetzt nicht nur an den Ukraine-Konflikt, aber Differenzen zwischen den ehemaligen Staaten der Sowjetunion und Russland, die in der DDR ja so ausdifferenziert, wie sie damals schon angelegt waren, gar nicht wahrgenommen wurden, sondern wo eine relativ einheitliche Masse wahrgenommen wurde. Was sind Ihre Empfehlungen, vielleicht auch ans Podium insgesamt, was sind Ihre Empfehlungen oder Herangehensweisen, wie man da aus deutscher Sicht, vielleicht speziell aus ostdeutscher Sicht, mit umgehen sollte im Nachgang der ehemaligen Solidarität mit dem Osten, oder Solidarität haben Sie ja jetzt auch in den Titel der Veranstaltung mit aufgenommen, im Nachgang der ehemaligen, sage ich mal, Freundschaft zum großen Bruder. Also erstens, Sie haben es ja implizit eben schon in Ihrer Frage gesagt, man hat fälschlicherweise in den 40 Jahren der DDR ja immer von den Russen gesprochen, wenn es irgendwie um eigentlich sowjetische Soldaten, Zivilangestellte, Kolleginnen und Kollegen geht. Nur für die, die tiefer eingetaucht sind, sind diese Unterschiede dann deutlich geworden. Also wer in Lwow studiert hat, wusste, dass er nach ein paar Jahren, dass er in der Ukraine ist, auch mit geschichtlichen Implikationen und vielem anderen. Ansonsten war es die Summenformel, die Russen. Wenn Sie heute, 30 Jahre später, sich das anschauen, ist natürlich die Fokussierung, also immer wenn man über diesen Raum redet, eine sehr starke Fokussierung auf Moskau und die heutige Russische Föderation. Da ist, also ich erlebe nur für Leute, die sich gut auskennen, dann, dass die das jetzt trennen in die einzelnen Republiken und darüber eine Debatte führen. Es gibt einen Unterschied, ich erlebe nicht selten, weil es leider ja zu diesem grundlegenden Zwist gekommen ist zwischen der Ukraine und Russland. Da teilen sich auch die Geister bei Menschen, Sie haben ja nach dem Osten gefragt, im Osten Deutschlands, weil dann natürlich Bindungen da sind, weil Empfindungen da mitspielen. Ich nehme aber größtenteils großes Bedauern wahr, dass das so zu einem tiefen Zerwürfnis gekommen ist. Das ist ein gravierender Unterschied, was ich vorhin an so ein paar Beispielen nochmal aufgeführt habe. Bis heute in der Rezeption im Osten und im Westen Deutschlands gibt, kann man bis hin in die politischen Ebenen eigentlich sehr gut ablesen, wenn man genau hinhört. Die Ministerpräsidentenkonferenz der Ost, es gibt ja eine Ost-MPK, wie das so schön heißt, wo nur die Ministerpräsidenten der Ostländer drinne vertreten sind, die fassen Beschlüsse, einstimmig noch dazu, über, ich sage mal, Bodo Ramelow von den Linken, Kretschmer von der CDU, Woidke und Schwesig von der SPD, die sich zu Russland signifikant unterscheiden von Sichten der westdeutschen Ministerpräsidenten. Da wird ein Beschluss gefasst, die Sanktionen sollen aufgehoben werden. Da wird ein Beschluss gefasst, Nord Stream 2 soll gebaut werden. Da merkt man, weil Ministerpräsidenten bilden ja nichts weiter ab, als die Stimmung, zumindest die vermutete Stimmung in ihren Bundesländern. Und ich glaube, auf solche Beschlussempfehlungen würde ein baden-württembergischer Ministerpräsident gar nicht kommen. Aber da werden einmütig solche Beschlüsse verabschiedet und gefasst. Da merkt man doch, welche Prägungen da sind, wie lange die wirken und wie nachhaltig sie sind. Und dann gibt es noch etwas, das haben wir auch in der Debatte mit Soziologen dann so Stück für Stück rausbekommen, das war mir auch nicht so klar. Was diese Unterschiede angeht, hat es natürlich historische, geografische, wirtschaftliche und andere Gründe, aber es gibt noch etwas, was auch mit in diesem Konglomerat an Gründungen eine Rolle spielt. Im Osten Deutschlands sagen ja die Umfragen, dass 70-80% der dortigen Menschen der Meinung sind, dass sie im Gesamtdeutschland noch nicht hinreichend berücksichtigt sind, nicht hinreichend anerkannt, nicht gleichklassig und was es da alles an Befunden gibt. Und da gibt es etwas, wo eine Gefühlslage entsteht,
Und mit den Russen geht ihr auch nicht ordentlich um, ihr jetzt Gesamtdeutschland. Und da gibt es plötzlich auch so eine Solidarisierungsebene über empfundene oder wahrhaftige Behandlungsdinge, wo man sagt, nee, mit denen, die werden da nicht gleichrangig behandelt und wir auch nicht. Und plötzlich gibt es da auch noch eine Ebene, die sich einzieht. Also wir haben schon ein paar Dinge, die man dann sich auch mal wirklich genauer angucken muss, weil eigentlich hätten Leute, die so kurz drauf geguckt haben, auch aus dem wissenschaftlichen Bereich gesagt, die Besonderheiten, die es da gibt, haben sich nach 15 Jahren ausgelebt. Haben sie mitnichten, sondern ganz im Gegenteil. Sie sind deutlich spürbar, ne? Ja, verschärfen sich zum Teil ja noch. Auch das, also das ist, ja. Ich war auch lange in den USA, da gibt es die Nordstaaten und die Südstaaten, die bis heute noch nicht zusammengewachsen sind. Ich fand es sehr interessant, ich war auch mal in den Südstaaten eine Weile. Ich hatte immer gedacht, hoffentlich wird das in Deutschland nicht so. Gucken wir mal. Ja, bitte. Ich darf mich sehr bedanken. Ich bin absolut fasziniert durch unterschiedliche Facetten, die Sie auf dem Panel vorgebracht haben. Es berührt mein eigenes Leben. Mein Leben ist verbunden beruflich stark mit Wirtschaft. Ich war 16 Jahre Geschäftsführer Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, bin im Westen als Flüchtling aus dem Osten aufgewachsen und dann aber vor Mauerbau viel im Osten gewesen, Berlins und auch in die SPZ und DDR gekommen. Gut, will ich nicht weiter ausführen. Weil ich will darauf hinweisen, dass Sie vielleicht für Ihr Forschungsprojekt, was absolut eine Lücke füllt und einem Bedürfnis meiner Neugier entspricht, die Wirtschaft nicht so, das ist schwierig, aber nicht so demonstrativ und akademisch sauber getrennt vor der Tür zu lassen. Das Beispiel von Herrn Platzek mit dem deutsch-russischen Forum Praktikanten zusammenzubringen, passte da schon nicht ganz in die akademische Rubrik. Also Wirtschaft ist ein eigener Faktor, der Verbindung bringt, langfristig. Dass da ein Negativbild entsteht, ist nicht ganz richtig. Und ich könnte Ihnen aus meiner langen Praxis, die bis heute zu Beziehungen in diesem Bereich geführt hat, vieles bringen, was genau in Ihr Thema fällt. Ich habe jetzt mal ein praktisches Beispiel, die persönlichen Beziehungen durch mein Studium in Moskau als DFG-Austausch vor Herrn Erler mit Klaus Bednarz, das müssen wir jetzt hier nicht vorführen, da wird gleich mit dem Kopf genickt, ein Jahr 1966, 67 in Moskau verbracht, an der MGU, habe Lumumba auch kennengelernt, so, und habe später als Perestroika lief, plötzlich wurde ich aufgesucht von einem kubanischen Diplomaten aus Ostberlin, der mich besuchte in Westberlin, da konnte ich ja frei zirkulieren, mit einer DDR-Frau, sage ich mal, verheiratet, er hatte dort studiert, er brachte einen Auftrag von Herrn Castro, Dritte Welt, Achtung, von Herrn Castro, meinen Chef Otto Wolf einzuladen und ob ich das überhaupt ginge. So, das ist ein kleines Beispiel. Wir haben uns nachher in La Habana getroffen, das war eine halbe Nacht und gehört letzten Endes jetzt, Fidel Castro will ich auch nochmal reinwerfen hier zur Dritten Welt. Okay, es ist ein mini-mini-Beispiel. Ich könnte ja jetzt, das wird alles zu lang und zu ausführlich. Quintessenz, ich kenne Wirtschaftsbeziehungen, ich kenne die deutsch-sowjetischen, auch die deutsch-russischen und später ukrainischen Wirtschaftsbeziehungen. Zum Teil bis heute sehr gut, akademische Beziehungen auch. Ich würde diesen sehr eigenen, zusätzlichen, aber eng verwobenen Bereich, ist eine Aufforderung, auch vielleicht hier und da mit einzubeziehen in Ihr tolles Forschungsprojekt. Vielen Dank. Danke, danke für die Anregung. Ja, Kuba hätten wir unglaublich gerne drin gehabt. Haben wir niemanden gefunden. Schade gewesen. Aber danke. Ja, wir haben auch jetzt schon eine ganze Weile diskutiert. Wenn es
keine weiteren Kommentare und Fragen gibt, dann darf ich höchstens anbieten, aber wir haben eigentlich auch schon ganz viele Schlussworte gesprochen. Falls noch jemand ein Schlusswort sprechen möchte, unbedingt, dann würden wir das tun. Aber ansonsten würde ich dann Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie sich hier eingefunden haben, trotz schönstem Wetter und Fußball. Hat uns sehr gefreut und nochmal ganz herzlichen Dank auch an ein wunderbares Podium und an eine, wie ich finde, sehr spannende Diskussion. Ganz herzlichen Dank.